Wir haben heute Besuch bekommen von General Breuer. Er kommt gebürtig aus dem Märkischen Kreis. Er hat eine Inspektion seiner Truppen, der Soldatinnen und Soldaten, die hier im Märkischen Kreis seit einigen Monaten bei der Nachverfolgung uns helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, aber vor allen Dingen bin ich auch den Soldatinnen und Soldaten dankbar für ihren Einsatz, damit wir hier die Pandemie im Märkischen Kreis so schnell es geht auch überwinden können. Ja, ich danke für die Möglichkeit, heute hier im Märkischen Kreis zu sein und die Soldatinnen und Soldaten besuchen zu können, die nunmehr schon von nahezu Beginn an hier unterstützt haben bei der Pandemiebekämpfung. Ich konnte einen sehr, sehr positiven Eindruck gewinnen von der Zusammenarbeit mit dem Kreis, wie hier Hand in Hand gearbeitet wird, um die Auswirkungen der Pandemie und das Leid, was damit verbunden ist, zu lindern. Das, was ich gesehen habe, ist eine tolle Zusammenarbeit. Und noch einmal, ich bin den Soldatinnen und Soldaten dankbar, die hier ihren Dienst leisten. Ich bin aber genauso auch dem Kreis dankbar, die dieses auch so ermöglicht haben.